47.000. Schon allein diese Zahl zeigt die Besonderheit dieses Tages und dieses Spiels. Der erste FC Kaiserslautern gegen den ersten FC Saarbrücken. 47.000 nach 2 Jahren Pandemie bei bestem Wetter. Mehr Zuschauer gab es in der dritten Liga erst ein einziges Mal. Herzlich willkommen zur Sportarena. Es geht um den Aufstieg in die zweite Liga. Kaiserslautern will den zweiten, den sicheren Aufstiegsplatz halten und Saarbrücken die Minimalchance auf den Relegationsplatz. Von den 47.000 sind offiziell rund 5.000 Saarbrücken-Fans. Nicht gerade Verhältnisse, wie sie Eintracht Frankfurt im Camp Nou beim FC Barcelona hatte. Hexenkessel Betzenberg also für die Saarbrücker. Aber immerhin, der Kapitän ist fit. Sein Einsatz war wegen Leistenproblemen fraglich. Aber das will sich Manuel Zeitz natürlich nicht nehmen lassen. Hier auflaufen vor 47.000. Frank Grundhefer. Und für ihn, für Lauterns Coach Marco Antwerpen, gab es ja ein paar Giftpfeile aus Saarbrücken von Manuel Zeitz. Der sagte, Lautern macht nichts Besonderes, die halten hinten dicht und vorne machen sie aus Scheiße Gold. Aber Marco Antwerpen, der feiert die zweitgrößte Drittliga-Kulisse ever. 5000 aus Saarbrücken, und schauen Sie sich diese Kulisse auf dem Betze an. Derby-Stimmung pur, Benjamin Brandt eröffnet das Spiel. Aber gleich gibt's auch schon wieder die erste Unterbrechung, denn es gibt Pyrotechnik im Block des ersten FC Saarbrücken. Und das will eigentlich keiner sehen. Das wird Strafen nach sich ziehen für die Saarländer. Ja, Benjamin Brandt macht dann zu Recht eine Pause, weil da auch Böller weit hineinfliegen in die Hälfte des ersten FC Kaiserslautern. Dann wird Fußball gespielt. Und wie? 6. Minute. Der FCK greift an mit Hanslik und Batz muss den Fuß rausstellen. Hanslik kommt vorbei an Steven Zellner. Und tolle Parade von Daniel Batz. Das Spiel von der ersten Sekunde richtig aufgepumpt. Es ist Derby-Stimmung, wie man sie erleben will, wie sie auch Uwe Koschinat erleben will, der gesagt hat, wir müssen hier heute gewinnen, das ist klar, um im Konzert der Aufstiegskandidaten weiter mitsingen zu dürfen. Und nochmal der FCK mit Beuth. Was für ein Einsatz von Zellner. Und dann gibt es einen Pfiff hier nach dem Einsatz der Nummer 5 des ersten FC Saarbrücken. Benjamin Brandt zeigt auf den Elfmeterpunkt. Und das müssen wir nochmal kontrollieren. Hier zunächst grandioser Block gegen Beuth. Dann der Einsatz gegen Ritter. Und schauen Sie genau hin. Da ist für mich keinerlei Berührung. Das ist eine Fehlentscheidung. Kein Foul von Steven Zellner, auch wenn die Bank des FCK da jubelt. Und noch einmal, ich sehe hier einfach keinen Kontakt. Schwer zu erkennen, das zur Entschuldigung des Schiris. Er zeigt auf den Punkt. Beuth, Batz pariert, nochmal Batz. Und dann ist er doch drin, das 0:1, 17. Minute, Daniel Hanslik. Ja, wie unglücklich geht der FCS hier in Rückstand. Fehlentscheidung und dann Batz mit der grandiosen Parade. Einmal, zweimal gegen Beuth. Und dann ist Hanslik da und drückt ihn rein. Der FCK legt vor den 47.000. Böder reagiert noch, ist ja fast zu schnell für den Ball. Und Saarbrücken liegt zurück. Hat Blau-Schwarz eine Antwort. 19. Minute, Gnase. Dann Ernst. Und da kommt Manuel Zeitz. Dicke Möglichkeit für den ersten FC Saarbrücken. Lange war fraglich, ob er spielen kann. Gute Vorarbeit hier von Dominik Ernst. Und da fehlt in der Tat wirklich nicht viel. Fast das 1:1. Trotzdem, der FCK mit Feldvorteilen. Wir springen 5 Minuten weiter. 24. Minute. Und hier das Foul von Dave Gnase. Ja, kann man auf jeden Fall pfeifen. Er trifft den Lauterer. Und Hendrik Zuck, auch sein Einsatz war fraglich. Erkältung beim Lauterer Kapitän, dem Saarländer. Aber dann die Ausführung von Ritter. Ein Stück zu hoch.
Lautern steht hoch in der Saarbrücker Hälfte. Marco Antwerpen dürfte zufrieden sein mit diesem 1-0. Uwe Koschinat will seine Mannschaft höher stehen sehen. Weiter Druck machen auf den 16er, mehr Druck machen, aber das ist harmlos von Robin Scheu, der heute den Vorzug vor Tobi Jänicke bekam. Nicht wirklich verständlich für meine Begriffe. Jänicke zuletzt stark und Scheu schlägt heute nicht wirklich ein. Nochmal der FCK mit dieser Möglichkeit. Aber diesen Schussversuch von Beuth kriegen sie weg, geblockt. Der Winterneuzugang aus Halle gekommen, 7 Treffer bislang. Absolute Verstärkung bei den Pfälzern. 31. Minute. Nochmal Saarbrücken, geht jetzt was über Günther Schmidt. Aber auch das ist nur ein Schüsschen. Saarbrücken fehlt wie zuletzt auf die Wucht im letzten Drittel. Das sieht auch Uwe Koschinat, der hier nochmal das Gespräch sucht mit Steven Zellner und Dominik Becker. Nochmal neu sortieren. Die Mannschaft liegt ja in Anführungszeichen nur 0-1 hinten. Nochmal Günther Schmidt. Druck wird hochgehalten. Gnase. Scheu. Und jetzt gibt's Freistoß. Ist eine knifflige Partie für Benjamin Brandt. Viele Nicklichkeiten, viele kleine Situationen wie hier. Und jetzt der ruhende Ball. Kretschmer und Günther Schmidt, schauen Sie. Ritter macht das Erdgeschoss zu. Kretschmer ohne große Wucht. Gar kein Problem für Matteo Raab im FCK-Tor. Weiter 1-0 für den ersten FC Kaiserslautern. Und wir springen in die Nachspielzeit der ersten Hälfte. Ein aufgeregter Marco Antwerpen, wenn du da Fieber misst, der hat sicher 50 Grad. Und dann dieser Einsatz hier von Kraus gegen Scheu. Überhartes Einsteigen und schauen Sie, glattrot für den Lauter. Und das kann man geben für meine Begriffe. Er macht es nicht mit Absicht. Das muss man betonen. Aber er nimmt eben die Verletzung des Saarbrückers in Kauf, der sich da krümmt. Hier sehen wir es nochmal. Bein geht raus. Ja, rohes Spiel, rote Karte. Schluss für Kevin Kraus. Und kurz vor dem Pausenpfiff dann nochmal Kretschmer, aber erneut keinerlei Gefahr. Da ist kein Bums im Oberschenkel. So, und dann geht's in die Halbzeit. Und schauen Sie, Marco Antwerpen, der ist überhaupt nicht zufrieden mit so mancher Entscheidung. Wobei für meine Begriffe viel für den FCK gepfiffen wird. Und hier sucht er nochmal das Zwiegespräch mit Gnase. Und dann gibt's die gelbe Karte für den Trainer des FCK. Aber wichtig, aus Sicht des ersten FC Saarbrücken, die zweite Hälfte beginnt jetzt mit 11 gegen 10 und mit Wechseln. Guras für Gnase und jetzt kommt Tobias Jänicke. Becker muss für ihn raus. 48. Minute. Und Saarbrücken hat jetzt mehr Schwung, das ist deutlich zu spüren. Kretschmer, der kann kicken. Kretschmer. Zeitz. Und da ist Tobias Jänicke. Und er macht ihn. Was ist denn das für ein Kopfball aus 11 Metern? Da ist er, tatsächlich der Ausgleich. Blue and Black is back. Perfekter Zeitpunkt und ein perfekter Kopfball des Routiniers. Der rechtfertigt jetzt, dass er im Spiel ist. Kam mit Wut im Bauch, weil er eigentlich in die Anfangself rein will. Sprung auf die andere Seite. Und hier Ritter. In manchen Situationen deutlich zu sehen, wie er das Foul sucht. Macht er clever. Dann zuck und batz. Da zuckt die Hand raus des Saarbrücker Keepers. Wichtig, dass er da nochmal dran geht gegen den Kapitän des FCK. Aber die Gastgeber kommen jetzt ein bisschen besser rein ins Spiel. Die erste Druckwelle des FCS in der zweiten Hälfte. Sie verpufft dann so ein wenig. Matteo Raab. Sprung in die 57. Spielminute.
Und jetzt der einfache, lange Ball. Achtung, Zellner. Achtung, Böder. Achtung, Beuth. 2-1 für den FCK. Achter Saisontreffer. Kein Bier auf dem Betze. Die Fans trotzdem im Rausch. Beuths Frau hat heute Geburtstag und hier kommt der Blumenstrauß in Form eines Tores und er platzt draußen. Er hatte vor der körperlichen Wucht von Terence Beuth gewarnt. Er macht das Tor trotzdem. Zellner, wie verdaut der FC jetzt diesen neuerlichen Rückstand? Achtung, in Unterzahl, um das nochmal zu betonen. Auch hier leichter Ballverlust. Der eingewechselte Redondo, dann Herrscher. Und da ist wieder Redondo. Und da ist es 3-1, 65. Minute, ab zur Party. Das ist einfach nicht gut verteidigt. Redondo komplett blank. Keine Chance für Daniel Bartz, dem FC. Fehlen 15-20% an Galligkeit heute. Lautern hat diese 15% im Plus und das macht den Unterschied. Der Puls am Anschlag bei Uwe Koschina. Zwei Treffer in Unterzahl. Wie kann das sein? Jürgen Luginger kann nur nicken. Manu Zeitz. Jetzt muss wirklich was kommen vom 1. FC Saarbrücken. Nochmal der Kapitän, der es zumindest versucht. Auch Hawkins mittlerweile im Spiel. Günther Schmidt. Vielleicht geht's über einen Standard. Guras ebenfalls eingewechselt. Jänicke, aber im Abseits. Über ihn kommt noch mal ein bisschen Bewegung in der zweiten Hälfte, Tobi Jänicke. Aber insgesamt bleibt es dabei. Zu wenig Durchschlagskraft rund um und im Lauterer Strafraum. Da rechts steht es ganz deutlich. 83., 84. Minute noch mal Beuth Böder. Der macht heute wirklich kein souveränes Spiel in der Innenverteidigung. Schon in den letzten Wochen mit dem ein oder anderen Fehler. Nochmal lauter, nochmal Ritter. Da muss Daniel Batz nicht hin. 10 Lauterer gegen 11 Saarbrücker. Und komfortable Führung. Lautern marschiert auch auf nur 20 Beinen Richtung Liga 2. Nochmal Böder. Nicht wirklich sauber dagegen Redondo. Man hat das Gefühl, die Pfälzer, sie wollen's einfach mehr. Schlussphase. Jetzt muss ein kleines Wunder her für den 1. FC Saarbrücken. Steinkötter auch jetzt drin. Nochmal Guras, nochmal Steinkötter. Kretschmer. Und Hawkins. Auch das bringt nichts ein. Das war's. Der 1. FC Saarbrücken verliert hier mit 1:3. Die Stimmen eingefangen von Peter Gentes. Wir verlieren zusammen, wir gewinnen zusammen. Da wollen wir keiner irgendwann in den Pranger stellen. Aber in solchen Situationen dürfen wir den Ball eben nicht springen lassen. Wir wissen um die Körperlichkeit und die körperliche Präsenz von Terence Beuth. Das haben wir vorher in der Videoanalyse ganz klar angesprochen. Und dann machen wir halt da so einen Fehler. Dann kriegen wir zwei so katastrophale Tore in der Überzahl, wo es dann einfach geht, ein Mann zu sein. Männlichkeit auf den Platz zu bringen, um den Zweikampf zu gewinnen. Das haben wir in den Situationen nicht geschafft, deshalb haben wir hier 3-1 verloren. Unfassbar enttäuschend, weil, glaube ich, die Ausgangssituation mit der roten Karte und dem direkten 1:1 nach der Pause ausgesprochen gut war. Hier etwas Zählbares, vielleicht sogar 3 Punkte mitzunehmen. Die Gemengelage insgesamt für mich jetzt emotional ist schon sehr, sehr niederschmetternd. Weil nochmal, wir hatten einen riesen Vorteil. Aber aus meiner Sicht war es heute eine Mischung aus sehr, sehr leichten Fehlern der Defensive nach dem 1-1. Aber vor allen Dingen auch einer unheimlichen Unsicherheit im Verlaufe des Spiels nach dem Rückstand mit Ball am Fuß tatsächlich auch gute Entscheidungen zu treffen.
sicher den Ball laufen zu lassen, das Tempo zu erhöhen. Diese beiden Sachen, die haben einfach nicht zusammengepasst. Im Gegenteil, der SFC Kaiserslautern hat es geschafft, das Spiel zu seinem Spiel zu machen. Unheimlich viele zweikampfintensive Aktionen, eine unheimlich fordernde, eine unheimlich gierige Körpersprache. Und mit der sind wir heute aus meiner Sicht im Verlauf der zweiten Halbzeit überhaupt nicht klargekommen. Und das ist der Schlüssel, weswegen wir heute verloren haben. Und wir haben eben nicht nur dieses Spiel verloren, sondern am Ende muss man auch ganz klar sagen, den Kampf im Grunde um die ersten drei Plätze. Denn jetzt ist der Abstand so groß, dass es ja nur noch rechnerisch, wenn überhaupt möglich ist. Und das tut wahnsinnig weh. Ja, Riesenenttäuschung beim FCS. Wieder nichts mit Derby-Sieg. Kaiserslautern gewinnt ein mächtig aufgepumptes Spiel, verdient mit 3-1 vor der zweitgrößten Drittligakulisse aller Zeiten. Und in Saarbrücken werden heute sicher ein paar Tränchen fließen. Hexenkessel Betzenberg für den ersten FC Saarbrücken hat trotz einiger guter Anteile heute nicht gereicht. Lautern sichert sich einen weiteren Spieltag Tabellenplatz 2. Und damit kommen wir genau eben zu dieser Tabelle. Der erste FC Magdeburg heute auch mit 5 Toren, 69 Punkte jetzt. Lautern hat 63 und Sie sehen es. Ja, da ist ein guter Vorsprung vor Braunschweig, der erste FC Saarbrücken auf Platz 6 mit 10 Punkten Abstand auf eben diesen Relegationsplatz, den sie gern hätten. So war es also sicher nicht gedacht. Thomas Wollscheid hat nach dem Spiel noch im Stadion mit Saarbrückens Sportdirektor Jürgen Luginger gesprochen. Ja, wir sind hier noch im Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg. Jetzt ist das Spiel natürlich schon einige Zeit vorbei. Jürgen Luginger, der Sportdirektor des 1. FC Saarbrücken, ist bei uns. Jürgen, eine 1:3 Niederlage, letzten Endes eine verdiente Niederlage. Wie haben Sie das Spiel gesehen? Ja, wir sind schon sehr enttäuscht, vor allem wie das Spiel jetzt gelaufen ist. Ja, wir, glaube ich, hätten schon die Möglichkeit hier gehabt, so durch die rote Karte auch mehr zu erreichen. Aber man muss jetzt sagen, wenn man defensiv dann so eine Fehler produziert wie wir und Tore zulässt, dann wird es natürlich schwer. Und ja, nach den zwei schnellen Gegentore, 2-1 und 3-1, haben wir komplett so die Kontrolle verloren und auch kein klares Spiel mehr gehabt. Hast gesehen, die Mannschaft hat sich einfach verloren dann in Kleinigkeiten, in Zweikämpfe, ohne wirklich was Produktives dann nach vorne zu bringen. Ihr macht den Ausgleich durch Tobias Jennecke, steht 1-1 gegen 10 Mann. Da habe ich den Eindruck gehabt, jetzt kriegt der FCS das Spiel in den Griff. Und dann passieren diese zwei haarsträubenden Fehler in der Abwehr. Wie kann man die erklären? Ja, die kann man nicht erklären. Man, wenn mit den Jungs nochmal sprechen oder sowas. Aber das darfst du dann in so einem Spiel dir halt nicht leisten oder kannst dir nicht leisten, weil die werden dann brutal bestraft. Und wie Sie gesagt haben, wir haben gut angefangen nach der Halbzeit. Ja, auch bevor dem Tor, vor dem 1-1 noch schon gut gespielt. Und dann hast du alles in deiner Hand nach dem 1-1 und vergibst es halt durch so katastrophale Fehler. 1:3 Strich drunter, der Ausblick jetzt nur noch Platz 4, das große Ziel? Ja, natürlich, muss man jetzt realistisch sein. Ja. Und Platz 4 wird schwer genug, ja. Da sind viele Konkurrenten da, wie 60 München, Osnabrück, Waldhof Mannheim. Also das wird auch noch brutal schwer. Wir müssen jetzt das gut verarbeiten, die Niederlage. Und dann kommen noch mal 4 wichtige Spiele jetzt in den letzten Wochen. Dann kommt die neue Saison. Wie könnte denn ein Ausblick auf die neue Saison schon aussehen? Sind Sie in Planungen? Mit wem wollen Sie gegebenenfalls verlängern? Beziehungsweise sind Sie schon in Gesprächen mit Neuzugängen? Ja, wir haben ja den Stamm, haben wir. 16 Spieler sind unter Vertrag. Ja, das ist auch gut so. Aber man hat heute auch beim Spiel gesehen, dass man einfach noch 2, 3 Top-Leute braucht, um wirklich dann den Schritt ganz nach oben zu machen. Und da sind wir natürlich jetzt schon unterwegs und gucken für die neue Saison, was wir da so finden können. War es trotzdem eine gute Saison Ihrer Meinung nach, bis jetzt zumindest? Ja, es ist natürlich die Enttäuschung von dem heutigen Spiel da, aber wenn man die ganze Saison sieht, glaube ich schon, die Mannschaft hat viele, viele sehr gute Spiele gemacht und der Punkteschnitt auch sehr gut. Ich glaube, man kann trotzdem sagen, dass wir eine gute Saison spielen. Ja. Natürlich ist man jetzt enttäuscht, weil man schon das Gefühl gehabt hat, nach dem 1-1, dass einfach mehr drin ist hier. Das haben wir heute nicht geschafft, aber insgesamt macht die Mannschaft schon einen guten Job. Glauben Sie, dass die Stimmung jetzt vielleicht so kippt in den nächsten Wochen, auch was das Publikum betrifft? Ach, das liegt ganz in unserer Hand. Ich meine, wir haben jetzt noch 4 Spiele. Ja, beim nächsten Heimspiel können wir das schon wieder gerade rücken. Und glaube ich, dann gehen wir zusammen mit den Fans in noch letzten 4 Spiele zusammen auch. Und wir müssen die einfach erfolgreich gestalten. Das muss unser Ziel sein. Und dann, glaube ich, gibt es auch keine Probleme mit Fans. Dann vielen Dank für das Gespräch. Zurück nach Saarbrücken.
Dankeschön. Vermutlich etwas mehr als 5000 Saarbrücker-Fans waren auf dem Betzenberg. Längst nicht alle, die gern wollten, konnten das Spiel dort sehen. Sven Roland hat Fans in der Saarbrücker Innenstadt für uns getroffen. Lautern feiert. Saarbrücken enttäuscht. Dabei hatten die FCS-Fans schon bei Anreise so Lust aufs Derby. Auch der FCK Tross zieht voller Emotionen zum Stadion. In Saarbrücken in der Kneipe der Hoffnungslosigkeit noch Ruhe vor dem Sturm. Besitzer Frank Nilles, FCS-Fan aus Leidenschaft. Innerliche Unruhe, sehr aufgeregt, aber ich liebe es. Hoffnung auf den Sieg in Saarbrücken. Das Stadion kommt auch für die Fans immer näher. Gesänge hallen durch die Stadt. Auch die FCS-Fankneipe im Saarland füllt sich Optimismus. 2 in Saarbrücken. Die Hoffnung, Aufstieg noch voll da. Und auch im Stadion merkt man die Bedeutung des Spiels, Derby und Aufstiegsgedanken für alle. Auch immer noch bei der Fehlentscheidung zum Elfmeter für Lautern. So erlebt die Kneipe in Saarbrücken den Elfer. Am Ende jubelt nur einer, der Lauterer in Nilles. Die FCS-Fans wütend, Spannung bis kurz vor der Halbzeit. Bei der roten Karte für den FCK freut sich das FCS-Herz. Zur Halbzeit aber noch 1:0 für die Roten Teufel. Die Hoffnung ist aber noch da. Ich hoffe. Um Gottes Willen, ich hoffe. Wenn das so bleibt, dann wäre es echt bitter. Dann wäre es richtig bitter. Und erstmal bleibt die Hoffnung am Leben. Saarbrücken kommt zurück. Eigentlich sollte es Auftrieb bringen. Aber in der Kneipe der Hoffnungslosigkeit wird es immer leiser. Und dann kommt Lautern, dann kommt Terence Bolt. Das Tor von Terence Bolt bringt Frust. Aber dann kommt es ja noch dicker. Es ist nicht der Tag des FCS. Das haben sie sich anders vorgestellt. Was soll man dann sagen? Hoffen wir, dass wir wenigstens noch den vierten holen, dass wir wenigstens noch mal DFB-Pokalluft schnuppern dürfen. Mehr geht leider nicht mehr, muss man ehrlich sein. Danke. Dann müssen wir nächstes Jahr neu anfangen. Das wird nichts. Die Stimmung ist getrübt, aber nächste Saison steigen wir auf. In der Kneipe der Hoffnungslosigkeit gibt's keine Hoffnung mehr auf Aufstieg. Dagegen feiert man in Lautern Richtung zweite Liga. Enttäuschung bei den FCS-Fans.